Und zwar, wenn man seine Frau betrogen hat, lieber verschweigen oder beichten. Ich bin einer, ich kann nicht lügen. Beziehungen sind immer Arbeit. Das können Frauen nicht nachvollziehen, weil ihr nicht in unserer Haut steckt. Ihr habt keine Ahnung, ihr habt keinen blassen Schimmer. Ihr bekommt Freundlichkeit und Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt. Ich habe gesehen, du hast doch mal ein Bild gepostet mit Andrew zusammen, ne? Habt ihr Kontakt? Meine Wahrheit muss nicht deine Wahrheit sein, aber es ist wichtig, dass wir über solche Sachen reden können. Dieses filterlose Reden fehlt mir mittlerweile extrem so. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Hier fragt gerade einer, das ist eine krasse Frage. Und zwar, wenn man seine Frau betrogen hat, lieber verschweigen oder beichten? Ich würde es nicht sagen, wenn es mal passiert ist und es nicht wieder vorkommt mit derselben Frau, würde ich es ihr nicht sagen, weil du würdest ihr das Herz brechen. Ja, ich weiß, das ist eine Bürde. Damit zu leben ist auch nicht einfach. Aber ich würde es ihr nicht sagen. Wenn du aber jetzt noch regelmäßig Sex mit ihr hast oder haben möchtest, da würde ich es unter Umständen mal ja, aber auch wenn du weiterhin versuchen, so antasten, wie man das erklären kann. Ich sag dir ehrlich, als ich das damals, mir ist das passiert, ich habe das erlebt, ich konnte es nicht verschweigen. Ich habe es am nächsten Tag sofort erzählt. Ja, ist die Beziehung kaputt gegangen? Sie hat mir verziehen, aber die Beziehung ist trotzdem, die Beziehung ist im Nachhinein hinten raus trotzdem kaputt gegangen. Aber weiß ich nicht, ob das Thema war. Ich glaube, da waren noch andere Themen, wie zum Beispiel halt was ich gesagt habe, dass ich nicht richtig wusste, wer ich bin und mich dann voll zurückgezogen habe teilweise. Aber wie sehr hat es dir wehgetan, sie so leiden zu sehen? Schlimmste Moment. Einer der zwei oder drei schlimmsten Momenten, die ich in meinem Leben je erlebt habe. Ja, hatte ich genauso wie du. Ich war nie so kaputt. Also ich war fertig mit der Welt. Ich war wirklich, das Leben war aus mir rausgezogen. So in dem Moment, wo ich da auf der Couch saß und ihr das so in die Augen sagen musste oder gemacht habe. So. Aber ich konnte es einfach mit mir selber auch nicht vereinbaren. Ein Mensch. Aber du warst erleichtert, als du es gesagt hast oder sie das rausgefunden hat, oder? Ich bin einer, ich kann nicht lügen. Und deswegen würde ich auch Menschen empfehlen, die Frage würde ich anders beantworten. Ich würde sagen, sag es ihr. Weil ich glaube an Gott und ich glaube daran, dass wenn du musst offen und ehrlich sein, weißt du, was ich meine? So, ich glaube daran, dass Lügen irgendwie nicht gut tut und dass es auch ein gewisses Karma vielleicht auf dich zurückbringen kann, so, weißt du? Ich bin bei dir, aber pass auf, wenn das jetzt ein Typ ist, der vielleicht zwei Kinder hat und unter Umständen ist es so, dass dann, das ist eine Handgranate, die du da reinwirfst. Bei dir und bei mir war es so, ich hab's riskiert, dass die Beziehung kaputt ist. Also, dass das nicht, also ich dachte mir, okay, geschehe was wolle. Und das hat dir so unglaublich wehgetan, das hat mir wahrscheinlich mindestens genauso wehgetan. Also wirklich, das ist das, was sie hat das gespürt und gemerkt in dem Moment. Ja, sie hat mir in die Augen geguckt und hat gesehen und sie war schockiert, weil ich glaube, sie hat gemerkt, dass es mich sogar mehr fertig macht als sie gerade in dem Moment, wo ich es ihr erzählt habe. So. Und das ist auch der Grund, warum sie mir verziehen hat. So. Ich glaube, diese offene Ehrlichkeit und dieses, dass du ihr das Gefühl gibst, dass du sie niemals hintergehen würdest und belügen würdest, dass das die Beziehung auch retten kann am Ende des Tages. So. Weißt du, auf der anderen Seite gebe ich dir recht, das ist eine tickende Zeitbombe. Und wenn du schwierig, weißt du, auch wenn sie dir verzeiht. Ist es unter Umständen so, dass da ein ziemlich heftiger Riss in der Beziehung bestehen bleibt. Ja. Auch wenn sie dir verzeiht. Meine Partnerin hat mir auch verziehen, aber unterm Strich war es so, das hat uns immer begleitet. Immer begleitet. Und dass dieser Schmerz, den kriegst du nicht weg. Deswegen, ich bin auch bei dir, ich bin auch ein verdammt miserabler Lügner. Ich kann das nicht. Ich lüge ungern. Und also mache ich nicht, red nicht schlecht über andere. Und deswegen bin ich zu ehrlich. Und ich weiß auch, dass wenn du zu ehrlich bist, hast du einfach weniger Optionen. Das muss halt nicht auch immer klappen. Aber du hast ein unkomplizierteres Leben. Aber wenn ich jetzt da sage, hey Leute, geht zu eurer Freundin Frau und seid ehrlich, kann es schon sein, dass da wirklich etwas losgelöst wird, was sehr schwerwiegende Konsequenzen haben könnte. Wenn sie es nicht spürt und du das sowieso selber fast vergessen hast, dann würde ich das nicht unbedingt erwähnen. Mhm. Krass. Ich glaube halt wirklich, dass die beste Variante ist,
von Anfang an ehrlich zu sein, so. Weißt du, was ich meine? Das irgendwie versuchen, so. Also ich will das in der nächsten Beziehung so machen, dass ich von Anfang an meine Karten alle auf den Tisch lege, so. Das alle Beste, komplett. Was du machen kannst. Ja. Beste, was du machen kannst. Und wenn die Liebe da ist, dann findet's einen Weg. Ich hab's so gemacht. Und das ist, weißt du, keine Beziehung ist perfekt. Du kannst nicht erwarten, dass die Frau dann sagt, oh, ich nehme dich genauso, wie du bist und alles, was du sagst, ist Gesetz und ich liebe dich, egal was passiert. Nein, Beziehungen sind immer Arbeit. Immer ja. Arbeit. Aber mach's dir wirklich nicht zu kompliziert. Mittlerweile kennst du dich, okay, du kennst das Leben, das ist nicht einfach, also mach's dir nicht schwieriger, indem dass du wieder in dieselben Löcher tappst, wie du so. In der Vergangenheit, die du gegraben hast. Ja, lern wenigstens draus, auf jeden Fall. Ja. Also, Matt Moiselle, es hat dem fremdgehenden Mann auch sehr wehgetan. Na toll, aber der Vertrauensmissbrauch und die echte Verletzung fand nur gegenüber dem Betrogenen statt. Niemand ist gezwungen, fremd zu gehen. Man kann das auch einfach sein lassen, beziehungsweise sich fairerweise trennen, bevor man sich fairerweise trennen, bevor man sich wem anders zuwendet. Das ist eine Frau. Nein. Das ist genau das. Nein, so. Ja, du musst ja nicht essen. Ja, du musst ja nicht essen. Ja, aber ich habe Hunger. Ich habe 10-mal mehr Hunger. Ja, aber ich kontrolliere ja meinen Hunger. Wieso kontrollierst du deinen Hunger nicht? Weil mein Hunger 10-mal größer ist wie deiner. Das können Frauen nicht nachvollziehen, weil ihr nicht in unserer Haut steckt. Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keinen blassen Schimmer. Für euch ist die Welt so, dass ihr mit 17 plötzlich die Aufmerksamkeit von Männern bekommt, ohne was zu tun. Ihr müsst lediglich dastehen, einatmen, ausatmen und ihr bekommt die Aufmerksamkeit. Wenn ihr einigermaßen hübsch aussieht, was die meisten Frauen tun in dem Alter, irgendwo von 17 bis 22 ist es so, dass euch Tür und Tor offen steht. Ihr werdet eingeladen, ihr bekommt Möglichkeiten, die Männer nicht bekommen, ihr bekommt Getränke und ihr bekommt Freundlichkeit und Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt. Dieselbe Zeit, dieselben 7 Jahre für uns Männern sind die Hölle. Sind die Hölle. Wir kommen nicht in die Clubs, wir werden nicht eingeladen, wir müssen uns beweisen. Es ist ein ständiger Kampf. Und was wir wollen, was wir uns danach sehen, ist Wertschätzung, Anerkennung, Liebe, genauso wie ihr auch. Aber an dem Zeitpunkt, wo wir endlich einigermaßen auch diese Energie zu spüren bekommen, so Ende 20 meistens, Anfang 30, ist es so, dass ihr euch schon satt gefressen habt an dieser Aufmerksamkeit. Ihr könnt damit umgehen. Bei uns ist der Hunger 10-mal größer, jetzt nach Sexualität. Wir hatten keinen Zugang und jetzt, wo wir endlich den Zugang haben, heißt es, ja, du brauchst das nicht zu tun, kontrollier das doch, sei doch ehrlich. Wir haben es nie gelernt und jetzt müssen wir damit umgehen und jetzt haben wir die Optionen und die Möglichkeiten und jetzt heißt es, nein, du hast jetzt zwar diese, ich sage jetzt mal metapherhaft gesprochen, diese Million Euro hast du jetzt endlich verdient, aber du darfst es nicht ausgeben. Ja, du darfst es nicht ausgeben. Das ist eine andere Ausgangssituation. Männer und Frauen haben da einfach einen Konflikt, sich gegenseitig zu verstehen. Das ist zu verstehen, das muss, das geht nicht. Das ist das, warum wir auch so krass aneinander vorbeireden, weil wir kein richtiges Verständnis dafür haben, wie der andere gegenüber funktioniert. So. Sie hat gerade noch mal geantwortet, mag sein, dass Männer mehr Sexualtrieb haben, haben Frauen andere Schwächen und sollten dies auch nicht oberhalb moralischer Wertmaßstäbe ansiedeln. Bullshit, als würde jede Frau zuvorkommend behandelt, ist doch Quatsch. Nein, nicht jede Frau wird zuvorkommend behandelt, das habe ich nicht gesagt. Aber was der Bruder gesagt hat, ist einfach, dass eine Frau zuvorkommender behandelt. Ja, und die bekommt auch Aufmerksamkeit geschenkt, ohne was zu tun. Ja. Das ist das, was du, glaube ich, sagen wolltest, ne? Ja. Dass eine Frau mit ihrem, wenn du dich einigermaßen zurecht machst, so, und die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber als Frau bekommst du die Möglichkeit, also du findest auf dem Markt statt, ohne wirklich was zu tun. Du wirst angesprochen von Männern, du wirst angeschrieben von Männern, deine DMs. Du bist DMs, nie alleine. Du bist nicht, du kannst dir quasi jemanden aussuchen, so. Du bist nie alleine. Du kannst dir vielleicht Angebote. Den Typen aussuchen, den du gerne möchtest, aber du bist nie alleine. Männer haben ein oft sehr einsames Dasein. Für uns ist es einfach. Da schreibt einer nur hübsche Frauen, das stimmt auch nicht. Also, das stimmt einfach nicht.
Es stimmt einfach nicht. Also es gibt für jede Frau einen Mann, der sich findet, der mit ihr was haben würde. Definitiv. Richtig. Geh auf, wenn, also das, was wir reden jetzt über Sexualität. Ja, wenn du jetzt eine übergewichtige Frau bist, die auf Tinder ist, wirst du mehr Swipes bekommen als ein durchschnittlicher Mann. Ich würde sogar behaupten, als ein überdurchschnittlicher Mann. Mehr Swipes bekommen. Ja, klar. Denke ich auch. Das ist viel zu verallgemeinert von Burak. Ja, natürlich versuchen wir auch hier über die Allgemeinheit zu reden. Wir können jetzt nicht auf jeden Einzelfall eingehen. Er spricht ja von dem Normal, sag ich mal. Ich rede vom Wald und nicht von einem Baum. Vom Durchschnitt. Allgemein. Ja. Kann man bei Burak einzelne Coachingstunden buchen? Mich triggert das so hart, dass ich hier definitiv wachsen darf, merke ich gerade. Also Schleichwerbung, ich habe ja eine Bruderschaft, wir haben die größte, sag ich mal, das größte Netzwerk für Männer im deutschsprachigen Raum. Da hinten seht ihr es, Mission Maskulin. Und da geht es einfach darum, dass wir ein Netzwerk von Männern haben, die sich gegenseitig auch unterstützen und vorantreiben und auch füreinander da sind bei solchen Themen. Also sei es jetzt beruflich in der Entwicklung, wie man da jetzt den nächsten Schritt auswählt. Da ist es wichtig, dass du einen hast, der den Weg schon mal gegangen ist. Wenn du Beziehungen pflegen möchtest, ist tatsächlich eine Dame, die das geschrieben hat, ne? Oh nein, Einzelcoaching. Ah, liebe Grüße. Nein, leider nein. Früher habe ich Einzelcoachings angeboten, habe ich leider abschaffen müssen aus Zeitgründen, kann ich das nicht mehr anbieten. Okay. Leider nein. Sorry für die Unterbrechung. Jetzt kannst du gerne nochmal auf die Mission Maskulin eingehen. Ja, nur kurz. Also das, wenn es Männer gibt, die sagen, okay, ich muss da jetzt wirklich, ich fühle mich angesprochen, beziehungsweise ich will da in ein Netzwerk kommen, wo ich ja auch in jeglicher Hinsicht mich nach oben bewegen möchte, auch zu diesen Top-Männern, zu diesen Top-5%, Top-1% meinetwegen, alleine schaffst du es nicht. Einzelkämpfer, die gehen unter. Einzelkämpfer sind verwundbar. Klar, das Ego sagt ja, ich nicht, ich kann's. Mhm. Ja, bis zu einem gewissen Punkt. Ab dem Punkt kommst du auch nicht mehr vorwärts. Also ich habe festgestellt, dass das Umfeld unglaublich daran maßgeblich daran beteiligt ist, wie deine Entwicklung ist, wie dein Weg sich auch gestaltet. Wenn du dich mit qualitativen Männern umgibst, wird ein qualitativer Mann aus dir. Wenn du dich mit Playern umgibst, dann wird ein Player aus dir. Wenn du dich mit Fitnessfreaks umgibst, wird ein Fitnessfreak aus dir. Wenn du sagst, ich will da wirklich ein harmonisches, abgerundetes Leben, solltest du zusehen, dass du dich mit Männern umgibst, die erstens wachsen wollen und zweitens auch sich gegenseitig vorantreiben. Also deswegen haben wir die Bruderschaft gegründet, mittlerweile hunderte von Mitgliedern und darunter qualitative Männer, die sich wirklich vom Sklaven wie jedermann zum Helden entwickelt haben. Das ist so diese Heldenreise, die Männer durchlaufen müssen. Vom Zero zum Krieger, wo wir kämpfen, auf die Nase bekommen, uns kompetent machen, bis zum Mann in der Fülle, der Held, der auch endlich was geschafft hat im Leben und auch sich seinen Platz da auch raussuchen kann. Was kostet der Spaß, wenn man fragen kann? Wir haben das teilweise für null, dass man einfach nur reinkommt und schaut, was es ist. Und dann haben wir einen günstigen Preis, knapp 50 Euro, 47 Euro. Da bist du in der Bruderschaft. Und dann gibt es die Elite. Bei der Elite ist es so, dass wir Events haben. Das heißt, bei diesen Events ist es so, dass wir uns treffen, gehen wir Steak essen in einem schönen Restaurant und danach gehen wir Zigarre rauchen, machen uns alle entsprechend schick. Wir haben so einen Dresscode, wo wir auch maskulin diese Energie austauschen untereinander. Wir hatten Events in Düsseldorf, München, Frankfurt, was war es noch? Zürich, Dubai und noch eine Stadt, die ich immer wieder vergesse. Nürnberg, genau. hatten wir bis jetzt. Das ist dann so an die 247 Euro im Monat. Da ist es noch ein viel heftigerer Austausch, was man da mitbekommt. Lass uns darüber auch nochmal quatschen im Nachhinein, Alter. Gerne. Ich hätte da vielleicht auch eventuell Interesse, weil hört sich schon cool an, dass man dann auch untereinander im Kontakt ist, so weißt du? Wir haben einige, also wirklich kompetente Männer, Ärzte, Piloten und Unternehmer, aber so ganz crazy Leute auch mit unter anderem sehr erfolgreiche Multimillionäre, die einfach nicht jetzt einfach nur wegen
weißt du, dieses Quick Fix, Make Money, das macht so die Runde im E-Business. Bei uns geht es um Freundschaften. Es geht eigentlich darum, dass man, wir wollen lebenslange Freundschaften hinbekommen. Klar ist es nicht so, dass du plötzlich hunderte von Freunde hast, aber daraus kristallisieren sich irgendwo 3 bis 7 Männer, die sich verbinden und entsprechend auch ein Leben lang Freunde bleiben können. Aber bei diesen Männern ist es so, dass es ausgesuchte Freunde sind und nicht keine Zufallsfreundschaften. Die meisten Freunde, die wir Männer haben, die sind Zufallsfreunde. Aus dem Fußballclub oder, keine Ahnung, zusammen in einem Meeting oder zusammen Business, Schule. Aber oft ist es so, dass es nicht überall richtig geigt. Wenn du eine gute Freundschaft haben möchtest, müssen die Werte und die Ziele zueinander finden. Wenn das der Fall da ist, dann ist es so, dass es nichts Stärkeres gibt als Männerfreundschaften. Männer sind die echten Herdentiere, nicht Frauen. Wenn wir zusammenkommen, da kommen Armeen zusammen, da kommen Horden zusammen, da kann sich wirklich was bilden. Cool, Alter. Hört sich sehr, sehr, sehr interessant an. Ich habe gesehen, du hast doch mal ein Bild gepostet mit Andrew zusammen, ne? Habt ihr Kontakt? Also es ist nicht mein Buddy in dem Sinne. Wir haben uns einige Male getroffen. Ich bin auch hier im War Room in Dubai und er ist jetzt nach Dubai gekommen. Und dann ach echt, ja, bist du auch im War Room? Ja, schon länger. Und dann hat er ein Event gemacht und dann hat er mich, beziehungsweise Tristan hat einen Freund eingeladen, dann hat der Freund mich eingeladen, dann sind wir zu ihm nach Hause und dann sind wir in die Wüste und haben da was zusammen gegessen. Geil. Und wie ist er so persönlich? Ganz angenehm, sehr freundlich, sehr angenehm, sehr bedacht, sehr intelligenter Typ. Und natürlich auf der Kamera ist es so, da geht es mehr um die Klicks. Da polarisiert er. Da haut er schon ein bisschen was. Ja. Aber das musst du. Andererseits würde er nicht diese Reichweite bekommen, die er hat. Ja, voll. Man merkt es auch bei den, es gibt auch teilweise Vlogs und so. Man merkt es auch, dass der wahrscheinlich persönlich auch ein viel ruhigerer Dude ist. So, weißt du, das merkt man schon, dass er da in der ist Öffentlichkeit, wenn sehr, die Kamera sehr ruhig. Ja. Ich würde sagen, das passt. Einer hat gesagt, er hatte mit höheren Preisen gerechnet. Ja. Wir haben es absichtlich so gemacht. Das Ziel ist es nicht, ich will da jetzt nicht das nächste Money-Making-Project. Das ist ein Lebensprojekt von mir. Mir geht's gut. Also mir ging's gut, als ich nach Dubai gekommen bin und entsprechend aus meinem Coaching ich hatte ein Gym, ich hatte mein Coaching und es ging mir sehr gut, als ich hier hingekommen bin. Und dieses Projekt habe ich mit dem Anreiz gemacht, ich will da wirklich ein Gewinnernetzwerk aufbauen. Es geht nicht jetzt primär darum, dass wir eine Möglichkeit finden, so viel Geld wie möglich da reinzubekommen. Wir suchen uns die Brüder aus. Das heißt, die werden auch eingestuft. Es ist nicht einfach so, dass wir dann sagen, jeder, der da rein möchte, kommt rein. Du magst reinkommen, aber dann auf welche Stufe, das kannst du nicht selber bestimmen. Wer weiß, meine lieben Freunde, vielleicht ist der Lovelock bald auch in der Mission maskulin am Start, meine lieben Freunde. Ich hatte schon einen, der gesagt hat, den musst du holen, auf den warte ich schon lange. Was denn? Ja, einen von unseren Brüdern, der hat gesagt, hey, hol den rein, auf den warte ich schon lange. Echt, ja? Ja. Liebe Grüße an den Mino da draußen. Grüße gehen raus an der Stelle. Ey, ich bin auf jeden Fall offen, lass uns mal so privat quatschen dann nochmal im Nachhinein. Gerne. Was man eventuell auch noch zusammen machen könnte, so, weißt du? Ich fand das ein sehr, sehr interessantes Gespräch und dich als Mensch auch einen sehr interessanten Dude, der sehr viel Erfahrung vor allen Dingen auch mitbringt, so. Und wertvoll. Ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Sehr gerne. Ich bedanke mich für diese Gelegenheit. Hat Spaß gemacht. Sehr, sehr geil. Cool, Mann. Perfekt. Yes, lass uns auf jeden Fall weiter in Kontakt bleiben, Bro. Alles klar. Also auch an dieser Stelle ganz liebe Grüße an die Community. Nimmt das Ganze nicht allzu ernst. Also das sind jetzt 2 Männer, die sich austauschen und seid offen für solche Gespräche. Die sind immer die interessantesten Gespräche. Meine Wahrheit muss nicht deine Wahrheit sein, aber es ist wichtig, dass wir über solche Sachen reden können. Weil vor allem auch ehrlich, weißt du? Ja. Es ist ja heutzutage nicht so, mit so viel Filtern im Kopf alleine schon, weil du denkst, oh nee, dafür wirst du gecancelt, das nimmt einer raus und schneidet das aus dem Kontext und dann kannst du da keine Kooperation mehr und so. Dieses filterlose Reden fehlt mir mittlerweile extrem so. Und du merkst es auch als selber Typ, der in der Öffentlichkeit stattfindet, dass du im Gedanken schon so einen Filter drin hast und da erstmal durch 3 Stufen durch musst, damit das überhaupt aus deinem Mund rauskommt, weil du in der Öffentlichkeit stattfindest, so, weißt du? Absolut. Die meisten Menschen
die können nicht zu sich selber stehen, die haben Angst, was zu sagen, was dann entsprechend für eine negative Resonanz sorgt. Und deswegen ist es so, viele sagen politisch korrekte Sachen und sagen ja nach außen, aber nein zu sich selber. Ja. Und da bezahlen sie einen hohen Preis für. Ja, safe. Gute Message hinten raus. Feier ich. Alles klar. Burak, also, wie Flur haben wir bei dir? Jetzt ist es, ich sag's dir gleich, 23.33 Uhr. Ach so, schon boah, ich ist später. Krass. Ja. 23.23? Ja, 23.33. Ah, okay. Crazy. Geil, hey. Vielen Dank auf jeden Fall, Burak. Ich wünsche dir einen schönen Abend, auf jeden Fall eine gute Nacht. Alles klar, ich schick's dir und dann reden wir, ja? Safe. Pass auf dich auf, mein Lieber. Machen wir so. Bis dann, Burak. Ciao, ciao. Alles klar. Ciao, ciao.